Ja, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei The Forest mit der guten Jayla. Hi, ihr Blümchen. Und dem Marco. Hi. Der ein bisschen rumbackt. Ja, ein bisschen. Aber ja, das ist halt. Es läuft nicht so stabil, auch bei mir. Da hinten sind, glaube ich, die Eingeborenen das erste Mal. Wow. Oh, das ist das erste Mal die Eingeborenen? Ne, ich nicht, aber wir kriegen das erste Mal von den Eingeborenen Besuch. Sonst sind es ja, immer nur diese Kannibalen da hinten. Ja, einer frisst noch im Wasser. Ja, wir haben hier eine Fressstelle. Weißt du, ja. So wie so ein Fressstand für Rehe im Wald. So haben wir jetzt hier eine für Kannibalen eingerichtet. Wir sind halt sozial. Apropos Fressstand im Wald. Ich muss mal das letzte Fleisch, was ich noch habe, essen. Mm. Weil mein Magen hängt schon fast in den Kniekehlen. Aha. Ich habe auf jeden Fall einen Kochtopf. Kannst ja lecker Wasser kochen. Ja. Was wollen wir jetzt? Ach, Baumstämme. Ich mach mal weiter. Ja, Baumstämme. Ich mit endlich mal dieses Haus fertig wird. Ja. Wir wollen ja mal endlich wohnen. Schöner wohnen einrichten. Ja. Kann ja nicht angehen, dass wir hier ständig ohne... Weißt du, dass wir obdachlos sind? Das geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Deswegen... Hätte jemand angefangen zu fällen und das nicht zu Ende gebracht? Ja, das könnte ich gewesen sein. Oh, ich habe keine Ausdauer, glaube ich. Triceps. Steps collected, was? Ja, das ist der Baumharz. Ja. Das gute Baumharz. Ich sehe da Eingeborene am Stand. Oh, da fällt jetzt. Los, 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 los. Oh Gott, das sind ja wirklich ein Haufen Eingeborene. Das sind 6, warte mal. 1, 2, 3, 4, doch, 6 Eingeborene. Alter, ich bin gleich tot. Ja, irgendwer schlägt auf dich ein, Marco. Oh, ich sehe nichts. Markus tot. Ich komme zu Hilfe. Ich komme zu Hilfe. Jetzt bin ich tot. Bist du tot? Oder kann ich dich nur wiederbeleben? Ja. Ich hab dich wiederbelebt. Ja, gut, jetzt bin ich wieder leben. Vorsicht! Ah, nein, nicht sterben! Oh, ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Puh. Warte mal, ich bring sie gleich mal weg. Marco, ich hab mein Leben, Eddie, für dich gegeben. Oh, danke, danke. Ich habe die Baumstämme weggeschmissen, dich wiederbelebt und im gleichen Atemzug die Usche umgehauen. Wenn ich jetzt nicht einen Orden verdient habe. Ja, jetzt läuft das Spiel auch ein bisschen flüssiger bei mir. Oh, nur ein bisschen. Schön. Weil du einmal gestorben, fast gestorben wärst. Ist doch auch schön. Der danced hier, der Baumstamm. Der Tod steht dir gut. Und da auch. Wir haben schon 82, nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft. Ja. Endlich wird das Hütchen fertig. Das Hütchen? Hütchen. Hört sich komisch an. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hab immer so, ich hab's aber auch mal mit meinen Chens. Egal was ich bilde für Wörter, das hört sich immer komisch an, weil ich irgendwie die komischsten Kombinationen wähle. Ah, schön. Aber irgendwas ist mit meiner Nase, Leute. Irgendwas juckt mich die ganze Zeit. Das ist ein Insekt oder sowas. Ich hab es bestimmt eingeschnieft. Und jetzt hängt es in der Nase oder so. Mir ist mal vor Ewigkeiten, damals aus der Schulzeit, eine winzig kleine Fliege ins Auge geflogen und nicht mehr rausgekommen. Eklig. Irgendwo hinter meinem Auge verschwunden. Oh Gott. Was hast du denn da gemacht? Ja, nix. War dann weg. Das war dann in meinem Kopf. Okay. Ich hast du absorbiert? Ja, ich denke mal schon. Geil. Ach, es wird irgendwann rausgekommen sein. Sicherlich. Denk ich mal auch. Vielleicht wahrscheinlich im Schlaf oder so. Dass ich im Schlaf oder beim Weinen. Ja, wollte ich gerade sagen, dass ich beim Schlaf rausgeheult habe. Oder ausgespült. Ja. Natürliche Selektion. Ja, aber so läuft das Leben, ne? Das Leben ist halt hart, da muss man halt irgendwie gucken, wo man bleibt, ne? Auch so eine Fliege muss aufpassen. Ja. Augen sind gefährlich für Fliegen. Ah, ich hab's kommen gesehen, ey. Also dieser kleine Baum hier, ich hacke hier schon 3 Stunden. Der will nicht. Warte mal. Soll ich mal machen? Ja. Hier, dann nimm mal du den Baumstamm, den ich abgelegt habe. Ja. Komm her, Baumstamm. So, er ist down. Dann geht doch. Ey, warum kletterst du da hoch? Ja, damit er in der richtigen Richtung fällt. Okay. Musst du aber doch nie hochklettern, Mensch. Doch, das hilft. Du gibst ja einen Anschwung, dass er dahin fallen soll, wo du es auch gerne hättest. Ja gut, das kenne ich, aber richtig hochgeklettert bin ich noch nie. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen, aber ich sehe mich ja auch selten selber. Hier ist schon wieder so ein komischer Vogel. So, einen Baumstamm brauchen wir noch. Ich hab den letzten! Ja! Nee, bei mir waren es 76 von 89, auch komisch.
Aber ich bin drin. Ich bin auch drin. Oh, wir können speichern. Oh, das ist aber hübsch hier. Bei mir ist es aber nicht richtig fertig, das Gebäude. Bei mir ist es weiß. Also so leicht weiß. Ja. Bei mir ist es... Ja, okay, Multiplayer-Bug. Warum bringst du denn jetzt hier die Baumstämme? Ich speichere jetzt mal schnell. Das ist mir egal, die bleiben jetzt hier drinnen, die Baumstämme. Das ist mein Haus! Ich mach hier die Regeln. Ich hab gespeichert. Immer schöne Aussicht. Ja, ne? Schön. Weißt du, was ich jetzt machen will? Ich kann den noch weiterbauen, aber der hört nicht auf. Bip, bip, bip. Jetzt habe ich die Baumstämme verbaut, obwohl das Ding schon fertig ist. Geil, komisch. Du verstärkst sie. Ja. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Hä? Ich werde jetzt da hinten zu dem Bütchen schwimmen. Aber ich gehe ja über Land da hinten hin. Da komm ich weil mit. Damit ich mir mal die, ja, die andere Axt holen kann, weißt du? Komm auch mit. Weste, weste. Wir gehen auf Erkundungstour, Leute. Unser Haus ist nämlich endlich fertig. Da kann man sich das mal erlauben. Da ist ein Eingeborener, ne? Oh. Ich glaube, auch hier schwimme ich. Ich muss erst noch was essen. Sonst wird das nichts, Leute. Und schöne Snickers noch zwischen die Kiemen geschoben. Oh ja, schön Snickers rein da. Lecker. Ach, mein Tauchanzug muss ich noch holen. Ich hab den ja leider verloren. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber ich musste nochmal neu starten. Weil ich rausgekickt worden bin. Ja. Es ist leider so richtig tragisch. Was machst du denn da? Bin auf dem Schiff. Up Base. Okay, ja, was gibt's denn hier? Da gibt's Flares, da gibt's eine bessere Axt, da gibt's Seil. Und, und ein Kassettenplayer! Yay! Yeah. Wie komm ich denn hier rauf? Ja, du musst da irgendwie geduckt springen. Geduckt springen, achso. Irgendwie springen und dann ducken und dann hoffen, dass du richtig reinglitschst. Ah, jetzt bin ich drin. Siehst du? Okay. Ein Kopf, eine Axt. Was ist das hier? Ey, ein Kassettenrecorder. Und eine Kassette sogar. Ich mache jetzt sogar Musik bei mir an. Hier hast du. Die liegt auch direkt, müsstest du eigentlich mit eingesammelt haben. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Hey, ein Phony. Aber warte. Ja, und dann musst du Kassette mit Player kombinieren. Dann kannst du das anmachen. Ah. Warte mal, ich mach's mal an. Hörst du das? Aber oder höre ich nur ich das? Wie kann ich das jetzt nehmen? Achso. Ja. Jetzt. Und du musst es aber auch nicht ganz, du musst es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Du kannst es auch mit Q wegdrücken, aber die Musik bleibt. Du kannst es auch wieder aus der Hand legen. Wie geil ist das denn? Leute, jetzt haben wir richtig geile Hintergrundmusik. Ich hoffe, man hört jetzt alles noch. Woo! Ja, aber das Musik. Die Musik läuft nur eine bestimmte Zeit. Danach muss man sie wieder neu starten. Zu diesem Song entstand der berühmte The Forest Song. Ja. Ich komme hier nicht hoch, ne? Du musst dich ducken. The Forest. Jetzt. Ja, ich habe mich die ganze Zeit schon geduckt, aber irgendwie. Liegt unter dem Boot nicht noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Ich stehe am Strand. Ich habe nichts mehr zu essen. Ist die geile Mucke. Yeah. Voll spacig irgendwie. Ich finde das sieht voll geil. Ding, ding, ding. Ja, trinke gleich. Bitte gib mir Essen, denn ich muss was fressen. Yeah. Unter Wasser wird es aber immer dumpfer, die Musik. Geile ist so geil. Musik. Geile Musik. Yeah, yeah. Hier sind wieder die Techno-Algen. Schimmelpilz. Was? Das ist so ein bisschen so 80er-Style, ne? So 80er... Mhm. Geraffel. So ein bisschen. Ja. Könnte mal wieder eine Dose gebrauchen, vertragen, wie auch immer. So Leute, und jetzt alle mitsingen! Ich hab eine bessere Axt. Guckt mal Leute, was ich habe. Die sieht ein bisschen komisch aus. Sie sieht wie so eine Playmobil-Axt, finde ich. Was sagt ihr dazu? Weiß nicht, die sieht so plastisch aus, so ganz komisch, so gummihaft. Ja. Also so wirklich schön sieht die ja nicht aus. Leute, aber ein bisschen spacig ist die Musik auch, ne? Finde ich. Findest du? Ja, es passt halt zu den 80ern, ne? Da war ja so... Könnte auch so zu so einem Weltraumabenteuer so. Ja. Ein bisschen. Stimmt. Aber aus den 80ern halt. Ein Weltraumabenteuer. Weltraumabenteuer. So, ich habe meine Axt mal ausgerüstet mit Federn und Zähnen. Ja. Die neue. Weil die neue ist nämlich ein bisschen langsamer als die alte Axt, deswegen
Hab ich mal vorgesorgt. Möwe! So, was machen wir jetzt? Wir haben das Haus fertig. Aha. Oh, ich hab einen Stein in der Hand. Koffer, so, Leute. Koffer, Koffer. Wie macht man das denn mit den Triceps? Ach, ich hab Koffer, gar Koffer. Feder? Du hast keine Trees. Ich hab's mit den Federn und Zehen hingekriegt. Wie viel denn? Brauchen wir für jeden Tricep einen Zahn? Also genau. Also für jeden Zahn ein Tricep quasi. Wenn du jetzt 20 Zähne ranmachen willst, brauchst du natürlich auch 20 Triceps. Und genauso wie bei den Federn auch. Federn. Ich habe alle Federn dran und alle Zähne. Okay. Ja, ich habe jetzt erstmal 8 gemacht. Oh, kann ich da auch Federn noch mit dran machen? Ja, kannst du auch. Aber dann brauchst du natürlich für die Federn wieder extra Triceps. Ja. Leiter ist sehr gut. Also ich habe jetzt 15 Zähne dran und eine Feder. Das sieht bei mir, was sollen die wie Zähne denn bringen? Die sehen da einfach nur diese die sollen mehr Schaden. Die sollen mehr Schaden bringen. Okay. Das hätten sie aber ein bisschen, Geschwindigkeit und Zähne Schaden. Das hätten sie aber ein bisschen überzeugender darstellen können. Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Sag mal, was kann ich mit den Totenköpfen machen? Uh-huh. Du meinst diese Schädel, diese Skulls? Ja, Skull. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kannst du kombinieren? Warte mal, ich kombiniere mal irgendwas. Wie? Du meinst einen Schädel? Ach so, du kannst eine Waffe draus machen. Ja, einen Stick und einen Schädel. Ja. Ja, hab ich gerade gemacht. Das ist wohl eine der besten Waffen, hat mal jemand bei mir in die Kommentare geschrieben. Ja, das habe ich bei. Gronkh hat die auch eine lange Zeit lang genutzt und war damit sehr happy. Warum baust du eigentlich immer noch am Haus? Ich baue nicht am Haus, ich habe bloß den hierher getragen. Ich will jetzt aber hier mal eine Defensive Wall machen, hier hinten, ja, weil das stört mich. Stimmt. Wenn die ja locker durch. Mhm. Oh, ein Schokoriegel. Ich habe einen Schokoriegel gefunden. Da. Defensive Wall. Die Frage ist, wo? Am besten ein bisschen weiter vorne vielleicht, obwohl... Ey, wo seid ihr denn? Sind wieder bei unserer Basis. Nee, ich mach den mal hier hin. Wir sind in unserer Base. Siehst du? Huch. Fehler, guck mal. Moment, ich mach hier erstmal die Defensive Wall hin. Vielleicht können wir die noch. Ach, ich mach die hier hin, warte. Dreh die noch ein bisschen und dann hauen wir daneben noch eine. So. Dann mal hier. Ja, Marco, da kommst du nicht mehr durch. Was hast du denn da? Zeig mal. Er ist ein Totenschläger hier. Schick. Voll der Killer, ey. Schick, wo hast du das her? Hab ich selbst gemacht. Ich hab noch. Einen habe ich noch davon. Geil. Ja, man kann ja leider nicht teilen. Echt nett. Ey, so, mal gucken, ob du hier schon. Übrigens hat der Destroyer in der Aufnahmepause hier ein schönes Auffangbecken Water Collector gebaut, ja. Nur irgendwie sehe ich bei mir kein Water. Ich musst du selber einen bauen. Ich bin schon wieder am Verhungern, ey. Es ist doch. Ich habe ein Seil. Geil. Oh. Was ist das denn hier? Teelichter? Ach nee, Uhren. Was kann man damit machen? Also Bomben bauen. Mit Zeitschalter. Mit der Platine. Platine brauchst du dafür, Alkohol, die Uhr und Münzen war das, glaube ich. Da Batterien voll viele. Batterien? Ja, Batteries. Hier Pakete habe ich, Batterien. Hä? Meinst du diese Chips? Nee, Batteries steht da. Die liegen oben auf meiner Tasche, liegen die drauf, oben auf meiner Tasche. Ach, stimmt. Batteries, stimmt. Can be used for crafting. Wofür? Jetzt habe ich ein Paket benutzt. Ich weiß nicht, wofür. So, ich gehe jetzt nochmal Bäume fällen, um die Defensive Wall. Ich auch. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich keine Batterien mehr. Ihr habt die benutzt? Ja, ich weiß nicht, wofür. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht für den Walkman. Das mag sein. Ich habe gar keinen Walkman. Wie also, hast du keinen auf dem Boot keinen geholt? Ach doch, doch jetzt habe ich. Ja, doch habe ich. Ich wollte gerade sagen, warum die. Oh, ich glaube, ich mache nochmal die Musik an. Die war so funky, funky fresh. Oh. Okie talkie aus der Nähe. Du redest im Walkie talkie. Ja. Ey, ich kann ja bei Walkie talkie mit Dings kombinieren. Der Kassette. Ja. Ja, und dann kannst du dir anhören. Kann sich diesen geilen Song geben. So, wir bauen hier mal weiter. Wir wollen ja ein wenig. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Die Jungs machen schon wieder Blödsinn. Ich töte eine Schildkröte. Lass die arme Schildkröte doch hin. Ich habe sie geköpft. Marco, was machst du denn? Du gleitest bei mir.
über den Boden. Marco, was machst du denn da? Ich bin am Strand bei den Krabbelst, du krabbelst. Wie so ein Toter, also geil. Nee, bei mir nicht. Bei mir steht da. Bei mir steht da. Ehrlich. Ich habe eine Uhr gefunden. Verkauf sie. Ja, kein Geld zu machen, ey. Ja. Eine Rolex. Ja. Wo ist denn das? Ja. Ecke fette Rolex. Hast du schon wieder so ein Auffangbecken geholt? Ich leg hier ein paar Schilder hin. Schildkrötenpanzer. Oh, ja, kann ich wahrscheinlich sowieso vielleicht nicht benutzen. Ja, wieso? Du kannst doch selber. Doch. Kannst also du selber einen Water Collector bauen. Ja, aber wo sind denn die Schildkröten? Die kommen hier meistens, die Wasserschildkröten, die meistens aus dem Meer rausgeschwappt kommen. Die kannst du dann töten. Hat jemand meine restlichen Baumstämme weggeräumt? Ah, ne, da hinten. Nein, ich wollte euch nicht. Okay, Leute, Konzentration jetzt. Oh, dieser Stuhl, ich sitze schon wieder ganz unten. So. Ja. Eine Etage tiefer. Ah, toll. Wird immer schlimmer mit dem Ding. Naja, egal. Ja, ich kann nicht mehr laufen. Bäume. Marco, sie ganz nah mit mir. Marco, sie. Sieht ständig aus, wirst du hinfallen. Oh, ich muss langsam mal was trinken. Nee, bei mir läuft er. Bei mir läuft er. Ein bisschen hakelig, aber. Ja, warum ist die Defensive Wall? Die ist ja immer noch nicht fertig. Das ist alles so buggy hier, ey. Was soll denn das? Wir brauchen ein bisschen 6 Stück rein. Ja, ich hab da aber schon 4 reingeknallt. Alter, schmeißt doch die Koffer nicht durch die Gegend, Jailer. Im Moment ist das einfach unspielbar, finde ich so ein bisschen. Ach, egal. Ah, es wird schon. Und mal gucken. Ich bin guter Dinge. Oh. Was denn? Vorsicht, Eingeborene. Hinter mir? Alter, aber ganz schön viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Oh. Ich am Strand. Gar nicht. Am Strand, die kommen jetzt zu dir gleich, einer. Mach oder mal zwei keinen Scheiß. Ja, doch. Also, nee, ich mach keinen Scheiß, das ist die Wahrheit. Boah, ich verpiss mich hier. Ja, sollen sie kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Sterben. Ja. Wieso? Ja, weil die dich angreifen, wenn sie dich direkt sehen. Das sind 7 Stück oder so auf einem Haufen. Die kriegst du nicht bemerkt. Klein. Ich will noch den Baum fällen. Glaub mir, sie werden dich noch bemerken. So. Nee, sie gehen. Na, die trennen sich gerade. Eine. Ich bin leise wie eine Katze. Geht nach links. Eine Dreiergruppe kommt direkt auf mich zu. Ja. Oh. Okay, Jayla, die haben dich gesehen. Egal. Jetzt laufen sie hinterher. Ja, ich bin ja im Feuer jetzt. Ja. Ach, guck mal, sie trauen sich nicht durch das Effigy. Naja. Ja. Spinnenbücher halt! Ich wollte gerade sagen, bei denen hält. Oh, schon wieder ein Vogel verbrannt hier. Oh, ich trinke. Traut euch doch, ihr dummen. Mistmadigen. Bei den anderen hilft das Effigies nicht, aber bei denen. Ja. Oh. Die anderen sind einfach wild. Was trage ich denn jetzt hier den Baumstamm rum? Ich bin total verplant jetzt in dieser Aufnahme. Ich bin total verpeilt. Hallo. Wisst ihr, die hauen schon ab. Die wissen, wer hier der Boss ist. Wir sind hier die Kings, ja? Oh. Kommt mir gar nicht zu nah hier, Ottos. Ich hab eure Verwandten getötet. So, was liegt denn hier? Achso, das ist ein Panzer. Ich überlege, wo meine restlichen Bäume ist sind. Ein Stein. Wer will den Stein am Kopf kriegen? Jemand? Nicht? Hier ist ein Baumstamm. Normalerweise kriegt man auch Fleisch aus den Schildkröten, aber irgendwie im Multiplayer irgendwie nicht. Wieso kann ich den hier nicht aufnehmen? Weiß Hallo? Ich nicht. Meine Ehe geht nicht. Meine Ehe ist defekt! Kauf ein neues! Hä? Da liegt doch nichts. Bei mir liegt hier ein Baumstamm. Oh man, das Spiel ist im Multiplayer echt so buggy. Ich weiß gar nicht, ob andere Leute da Erfahrung haben. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist, ob ihr teilweise Probleme im Multiplayer habt. Weil bei mir ist das alles so ein wenig komisch. Ja, das stimmt. Weiß nicht, vielleicht ist das ja wohl ein bekanntes Problem. Dass das nicht so supi läuft und man da ein paar Probleme hat. Ich weiß nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Teilt es uns mit. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wisst ihr, hier liegt er. Teilt eure Erfahrungen mit mir. Mit uns. Ich bin auch verwirrt, wo meine Baumstämme sind. Baumstämme. Ich wundere mich gerade, warum ich das Effigy hier von den Typen nicht abreißen kann. Ach, jetzt.
Hallo Schildkröte. Oh, 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 es hat Pling-Plong gemacht. Tot? Nee, nein. nee, es hat nur Pling-Plong gemacht. Die Wälder sind in dieser Zeit nicht sicher, liebe Freunde. Ey, ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Wir müssen eine Bank bauen zum Ausdauer. Ah, jetzt ist hier Wasser drin. Cool. Aber ich kann es nicht benutzen. Ja, weil es regnet gerade, ne? Wenn, du hörst auch kein Geräusch, aber wenn die der Wassertropfen unten wieder voll ist, dann hast du getrunken. Ach, wahrscheinlich bin ich noch voll, deswegen. Oder so, ja, das kann auch sein. Wo ist denn der Taucheranzug nochmal? Der ist hier hinten, ne? Der müsste da hinten irgendwo sein, ja. Den will ich wieder haben. Hallo, Taucheranzug. Ich laufe auch schon die ganze Zeit damit rum. Ich habe gedacht, das wird mich mal stören, aber irgendwie... Ich kann trinken aus dem Brunnen. Ich komme mir vor wie so ein Alien. Hallo, Alien. Hey, lass mich raus, Stein. Stein, lass mich... Oh, Alkohol. Das war doch ein Triumph. Lass mich raussteigen. Oh, Alkohol. Schon wieder hat der Tag einen Sinn. Ich habe ein Problem. Ich habe keinen... Natürlich nicht, Leute. Alkohol ist scheiße. Jetzt denn, wenn für alle Kinder da draußen. Ich komme mir echt vor wie so ein Marsmensch mit dem Ding. Hilft gar nichts. Ach, Mann. Blub, blub. Blub, 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 blub. Captain Nemo. Was denn? Blub, blub, ach, da hinten. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Wir gehen jetzt mal hier unsere Futterstelle besuchen, wo die Kannibalen sich vergnügen. Hallo. Ja, stimmt, ja, da ist einer. Hier ist wieder die Techno-Alge. Ich hab die mal beleuchtet mit einer Flare. Vielleicht siehst du die ja. Wer denn, die Kannibalen? Der frisst, obwohl da keine Leiche mehr liegt. Hi! Was machst du da? Da kommst halt, ne? Oh! Ah! Sorry! Wollte ich nicht. Wollte eigentlich die Typen töten. Mach das. Hans Egon hier. Hans Egon, komm raus! Oh! Hans Egon! Bleib unten! Scheiße. Oh oh. Die Axt ist zu langsam. Und ich habe auch keine Ausdauer mehr. Daran liegt's. Scheiße. Warum kämpfe ich ohne Ausdauer? Bin ich doof? Da bist du denn Wahnsinn! Nicht. Und ich habe nichts zum Essen und zum Trinken. Ich kann meine Ausdauer nicht mehr steigern. Der steht jetzt bei uns im Camp und ist verwirrt. Wohin? Lag hier nochmal jemand mit Ausdauer. Wohin? Ja, warte. Ja, ja, schön weiter. Ja, Marco ist bei mir. Marco macht Pray. Oh, ja, er liegt im... Aua. Er liegt im Feuer. Oh, sorry. Er liegt im Feuer. Ja, wer hat denn das jetzt so dekoriert? Das sieht aber nicht so schön aus. Ah, jetzt gibt's Fleisch zum Essen. Das kann man so noch nicht so lassen, Mensch. Wie sieht das denn aus? Wir sind doch hier nicht bei Hempels und am Sofa. Das denn aus? Wie Bass im Haus und alle rasten aus. So, was? Ja. Doch, ich hab jetzt ins Wasser gelegt. Wir brauchen Baumstämme, Leute. Immer noch. Ja. Oh, der hat Medizin gedroppt. Dass die bei dir immer droppen. Ja, das ist geil. Ich brauche unbedingt Nahrung. Damit meine Ausdauer wieder steigt. Hier sind Beeren. Vielleicht willst du die essen. Oh, nee, die sind giftig. Scheiße. Ja, nur die blauen kannst du essen. Was für ein Arsch. Ja, die sind auch blau. Nein. Du kannst nicht nur die blauen essen. Du kannst nur die mit dem Krönchen oben drauf essen. Wie ich schon sagte. Weil das ist hier, das sind nämlich auch blaue. Kannst du keine essen? Schön wär's. Ich würd's machen, wenn's gehen würde. Theoretisch? Ich würd's tun. Bei der Sie kann man ja andere Menschen essen. Echt? Ich finde, das ist ein sehr wertvolles, ein sehr wertvolles Feature in einem Survival Game. Oder nicht? Geil. Also ich hab's noch nicht ausprobiert, aber es soll wohl gehen. Weil ich fand's ein bisschen makaber, meine Teamkollegen zu essen oder andere Gegner zu essen, aber gut. Ja, diese Bären hier meinst du, ne? Die sind nicht blau, die sind schwarz. Nee, ich meine, ich war ganz woanders. So. Oh, verdammt, oh, wieder diese schwarzen, die sind nicht essbar. Ah, oh, Mann, ich brauch was zu essen. Marco, bitte, lass doch irgendwo ein Lizard sein, ein Lizard. Vorsicht, ein Lizard. Marco, der kommt auf dich zu. Hau richtig rauf. Ich mach mal kurz Nahrungssuche bei mir. Na, aber nicht. Weil... Was? Nee, ich habe mit Marco geredet. So. Marco sagt nichts. Ja. Ja, heißt leck mich am Arsch. Lauf nicht weg, komm her. Hans Egon! Ah nee, der ist ja schon tot. Ist jetzt Hugo Egon. Bald da. Mhm. Ist auch bald da. Marco, Vorsicht! Ey, das gibt's doch nicht, ne? Wenn man was zu essen braucht, ist kein Tier da. Ja, lauf ins Feuer, du Idiot! Da stirbt der Nächste einen qualvollen Tod in unserem Hallo, Camp. Hallo, Tierwelt!
Tierwelt. Ich habe schon lange kein Tier mehr gesehen. Ich muss mich nur von Schokoriegeln ernähren. Snickers, ein Snickers nach dem anderen. Wenn ich wenigstens noch Schokoriegel hätte, weißt du? Ja, ich finde die ganze Zeit in den Koffern. Ja, ich nicht. Ich krieg da immer nur Alkohol raus. Tada! Ja. Oder Medikamente. Ja, aber Medikamente sind ja auch wichtig. Da bin ich mal froh, aber... Nö, ich ernähre mich... Ich zieh mir ein Twix und Snickers nach dem Nissen rein. Lecker. Oh, jetzt, aber ja. Da hinten ist wieder ein zuer Koffer, seht ihr, Leute? Warte mal, konnte man nicht hier irgendwie so... Und da gibt's wieder einen Schokoriegel. Verdammt. Oh, ich hab doch noch einen Schokoriegel. Aber noch ein Schokoriegel. Ja, die bringen echt nicht viel. Gebracht. Ich hab ständig Hunger. Die Dosen bringen... Die Dosen bringen am meisten. Die Dosen? Die bringen auch nur Energie. Ja, ja. Aber kein Hunger. Ausdauer. Doch, Ausdauer. Ja, gut, nicht. Aber für Ausdauer, fürs Hunger, ich rede ja von Hunger. Ach so, nee, ich brauche unbedingt was zu essen, damit ich meine Ausdauer wieder steigern kann. Ich baue uns mal eine Bank, das ist doch auch mal vielleicht... Ja, das ist eine gute Idee und ich guck mal... Dann haben wir hier so eine schöne Bank. Wo wollt ihr die denn hin haben? Vor der Tür sieht das, glaube ich, ganz schick aus, oder? Ja, oder ums Feuer rum. Oder? Oder vor der... Ja doch, mach mal vor der Tür. Wir können ja beides machen. Ich mach's jetzt erstmal ans Feuer und dann können wir nochmal eine Tür machen. So. Ah, ich habe die Campingstelle gefunden. Sehr gut. Hier habe ich ordentlich was zu trinken gefunden. So. So. Unser Domizil nimmt langsam Form an, meine lieben Freunde. Ich fühle mich gerade um 10 Kilo erleichtert gerade quasi. Wir machen jetzt die Bank noch fertig. Ja. Oh, da liegt jemand. Hi. Ach, geil, jetzt finde ich Bären, weißt du? Jetzt wurde versorgt. Die haben bei mir gar kein Krönchen. Ach so, doch, so ganz, das man kaum das Krönchen, was sie da haben. Weißt du jetzt, was ich meine, ja? Ja. Das ist Pfadfinderkunde 1x1. Ja. Muss man wissen. Hast du ja jahrelang gemacht, ne? Pfadfinder. Ich hab Pfadfinderei. Ja. Ja, Pfadfinderei. Von Tür zu Tür. Habe ich mich verkauft. Ja. natürlich Kekse verkauft. Natürlich. Ja. Wer was anderes denkt, soll sich bitte jetzt in die Ecke stellen und schieben. Ja. Na, kriegst du ihn klein? Ja. Yay! So. Ich hab schon Kochtopf, ich brauch keinen zweiten. Dann lass ihn liegen. Schicke Schuhe. Ich habe noch eine Taucherflasche hier am Strand gefunden direkt. Oh, schön. Beim Zelt. Cool. So. Scheiße. Ich habe mich auch schon eingebaut. Ja, ich gesehen. So, wie setzt man sich? E. Ah, hi. Hey, du sitzt hinter dir. Irgendwie neben. Ganz komisch. Wir spielen jetzt Reise nach Jerusalem. Marco, bist du? Huch. Setz dich zu uns. Wir möchten die Folge ausklingen lassen. Wir möchten am Lagerfeuer. Ja, bevor wir das machen. Hä? Du hast wieder einen Baumstamm in der Hand. Ja. Bevor ich das mache, werde ich erstmal diese Leiche ins Wasser werfen. Hier, das Feuer kann man auch mal ein bisschen befachen. Ich kann da keine Federn reinwerfen. Das ist voll komisch. Federn? Mhm. Blätter. Die Blätter. Blätter. Meine Leaves sind irgendwie voll leafig. Nee, ich will zum Haus gucken. Ich will aufs Feuer gucken, wenn ich mich jetzt hinsetze. Ja, ich auch. Na, setz dich doch mal hin. So. Marco, komm. Ja, ich bin unterwegs. Die macht man mit E hinsetzen, oder? Ja. Auf die Bank musst du dich gucken. Ah. Du sitzt jetzt in mir. Geil. Ey, ich will dich. Ah, komm auf meinen Schoß. Das ist voll komisch. Ich fühle mich irgendwie leicht benutzt. Guck mal, eine Achse ist blutig, eine Achse ist sauber. Oh nein. Warte, ich bin gleich da. Und ich habe noch meinen Taucheranzug dabei an. Ich setz mich auf die andere Seite, das ist irgendwie ein mulmiges Gefühl. Bin ich so beängstigend? Nein. Es ist schon komisch, gib's zu. Ich fand's lustig. Gut, Marco, komm. Ja, ich bin da. So. Ich wieder in dich reingesetzt. Hilfe! Okay, Leute, wir haben in dieser Folge einiges geschafft. Wir haben bestimmt tausende Kannibalen getötet. Ach, was rede ich da? Millionen! Wir haben eine schöne Bank. Marco hat seinen schönen Schädelknüppel und setzt sich auch, um Gottes Willen. Nicht rein.
Wir machen warte mal, hier. Wir machen. Kuscheln? Wir uns alle auf Jayla drauf. Nein, wir haben die Defensive Wall beendet und sind um einiges weiter in unserem Camp, wie ihr seht. Marco, sitz. Sitz ich doch. Ja, sitz doch. Nee, bei mir stehst du. Naja, jedenfalls wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, danke fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss, ihr süßen Hupen. Tschüss.